Da ist ein... Nein, den da. Ja, das kann hier bleiben. Und vielleicht findet man ja dabei ein Reh, das wäre nicht schlecht. Wir müssen uns nämlich unbedingt Hasen fangen. Und es soll ja auch Paddel geben irgendwie, aber ich habe noch keins gesehen. Ja, da bin ich zu blöd, oder... Aber mir ist noch kein Paddel entgegengekommen. Also entgegenkommen tun die ja meistens, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bräuchte... Nee, brauche ich nicht. Ah, sehr schön. Sehr schön. Was haben wir hier so? Das sind die Schwarzen. Okay. Die Schwarzen! Was? Das sind doch... Das sind doch hundertprozentig neue Pflanzen. Guckt euch die mal an. Die werden doch bestimmt bald implementiert. Das kann ich mir anders jetzt gar nicht vorstellen. Und wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal noch. Ich mache sowieso gleich wahrscheinlich Ende, weil ich schon wieder zu viele Folgen sonst aufnehme. Wir gehen jetzt mal noch in so ein Dorf und holen uns so einen Kessel. Das ist mir ziemlich wichtig. Dass wir uns so einen Kessel holen, um das Wasser sinnvoll verarbeiten zu können. Und meine Hand flimmert total seltsam. Okay. Und hier könnte man sich eventuell ein Boot... Ich sehe da schon wieder Eingeborene. Ich sehe da schon wieder Eingeborene. Na gut. Dann begeben wir uns jetzt mal in den Wald und ohne Mist, ich glaube, der Wald wird richtig schwierig werden jetzt. Mit den ganzen Viechern. Wir haben 8 Zähne, die gebe ich gleich mal alle auf. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir verzählt. Six nehmen wir natürlich mit. Und da oben ist schon eine Hütte im Dorf. Ich glaube, die Gegend kenne ich sogar hier. Okay, wir sind voll an Siggis. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Das wäre hier voll die schöne Gegend, um sicherlich ein Haus zu bauen. Aber momentan bin ich mir dabei gar nicht mehr irgendwie sicher. Ich kann es einfach nicht sagen. Und die Schildkröten laufen anscheinend nicht nur am Strand rum, sondern die laufen überall rum, wo es ihnen gerade passt. Das muss man uns auf jeden Fall merken, das ist wichtig. Junge, jetzt habt sich mal nicht so gelaufen, wir müssen schon noch hoch. Das ist roter Farn, ich dachte gerade sonst was. Okay, und da ist ein Campingplatz. Schon wieder so ein neuer, seltsam großer Baum. Stopp! Es tut mir sehr leid, Lurch, aber ich brauche momentan alles, was ich kriegen kann. Das ist ein Campingplatz. Und zwar ein... Ist das ein großer Campingplatz? Alter, was ist das denn? Natürlich! Hier, guck dir den ganzen Scheiß mal an hier. Na klar. Also wenn du Siggis brauchst, wäre das die perfekte Location. Aber hier ist kein... Da drüben ist glaube ich auch noch ein Campingplatz gewesen gerade. Moment, schauen wir uns gleich mal an. Nee. Hier ist aber keiner von diesen Dingern gewesen jetzt. Ne? Und hier ist ein eingeborenen Dorf. Schauen wir mal hier rein, ob da einer ist. Ich will hier echt nicht rein ohne Spaß. Wenn ich da hinten schon wieder die Leichen sehe.
Da ist ein Wiese oder ein Eichhörnchen oder sowas. Und hier ist halt Klamotten, aber Klamotten braucht eh keiner. Was ist das denn? Okay, hier gibt es anscheinend auch keine... Hier muss es doch... Es muss doch irgendwo... diesen Kessel geben. Und es soll auch eine Tauchermaske geben, die kann man auch finden. Aber... die ist wahrscheinlich in der Höhle. Ich wette mit euch, wir müssen gleich richtig Beine in die Hand nehmen. Ja, bestimmt gleich auf die, wir werden bestimmt gleich Besuch kriegen. Ah ja, und die Bären geben auch Wasser, habe ich rausgelesen. Das ist auch nicht schlecht. Die Rehe versuche ich jetzt mal nicht zu verklopsen. Ich versuche gerade erstmal zu überleben. Ich will aber nicht wissen, wie viele Pfeile wir den Typen vorhin in den Kopf gejagt haben. Plus das Feuer. Und dann haben wir es angegriffen. Also ich glaube, wenn wir den... wir hätten den auch platt gekriegt, aber es hätte bestimmt ewig gedauert. Das war nur ein Schein. Schade, Münzen werden... wir brauchen Uhren. Wir brauchen unbedingt Uhren. Aber am wichtigsten ist, wir brauchen unbedingt diesen komischen Topf, damit wir das Wasser... destillieren, reinigen können von Bakterien, dass wir das auf 100 Grad erhitzen können, dann sterben die Bakterien, oder 70 Grad reicht ja schon, dann sterben Bakterien ja ab. Aber dazu muss ich erstmal wissen, ist das Ding erstens auf dem Campingplatz oder auf einem, einem Platz hier, wo die Eingeborenen sind? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, noch einer. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh Blume, oh fuck, Blume, Blume. Alter, das Geräusch gerade und Mist, boah. Die Gänsehaut bei. Gut, da waren gleich zwei. Ich wäre beinahe in den zweiten noch reingerannt. Da hinten sind wieder die Freunde. Es ist ein Trauerspiel. Es ist einfach nur ein Trauerspiel. Ja, was macht man in so einer Situation? Weinen, sich in eine Ecke ziehen, sich selbst den Strick geben? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es wesentlich härter geworden ist. Und ich möchte diesen Kessel haben. Wir sind eh nur gesichert, von daher ist es vollkommen egal, ob wir jetzt in den Wald reingehen, ob wir uns... oder... was wir machen. Wir sind nicht mehr sicher auf dieser Insel. In keinster Art und Weise nirgendwo... ich sehe einen großen Teich. Was ist das denn? Can't carry more ropes, aber schmeiß die Ropes dann weg. Okay. Das sollte eigentlich gefixt sein, ist es aber anscheinend nicht. Da drüben ist ein Eingeborenendorf, was aber irgendwie... Juhu! Brennen. Stirb! 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 Ich glaube, wenn man lang genug drauf einschlägt, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ich glaube...
Entweder lang genug oder muss warten, bis der Kopf wieder raussteckt. Da bin ich mir noch unsicher. Spear vielleicht? Steckt der Kopf wieder raus? Okay, das hat keinen größeren Effekt als das. Dann warte ich mal ab. Und muss dabei natürlich gucken, dass hier nichts um die Ecke kommt. Ich zum Beispiel, dass ich um die Ecke gebracht werde. Jetzt stirb doch endlich! Ich weiß nicht, wie viele Schläge es braucht, wenn sie draußen ist. Das wäre jetzt der dritte oder vierte Schlag gewesen. Na komm! Kopf raus. Ja, wer steckt seinen Kopf raus? Ja, du steckst deinen Kopf raus. Steck den Kopf raus, Kleiner. Sie hat, glaube ich, ein wenig Angst. Ist irgendwie nachvollziehbar. Jetzt kommt sie gar nicht mehr raus, oder was? Ah. Jetzt komm doch endlich mal zur Vernunft. Also stirb, meine ich. Irgendwie ist da gar nichts, wenn die... Ich kann nicht sagen, wie viele Schläge man für die braucht. Ist auf jeden Fall nicht einfach. Eine zu töten. Nehmen wir den Vogel zwischendrin mal mit. Hier ist auch so ein Vogelspawnpunkt, habe ich so das Gefühl. Das kann doch nicht sein. Hey, kleiner Mann. So. Es ist, also ich meine, normalerweise, wenn du schlau wärst, dann nimmst du dir das Messer also brutal klingst und stichst vorne rein oder so. Oder den Speer und stichst einfach nach vorne, da vorne rein. Aber irgendwie, das Sinnvollste wäre natürlich auf den Panzer zu kloppen, aber... Ich baue mal noch so ein Cockpit. Oh nein. Da hinten sind sie. Krieg ich durch. Wir sind gut getarnt noch. Wir sind gut getarnt. Fang an mit Krabbeln! Was? Wo sind sie? Da hinten. Jetzt brennt sie. Ist da gerade ein Vogel durch? Ich glaube, da ist gerade ein Vogel durchgeflogen. Wasch dich, du bist infiziert. Ist mir aufgefallen. Und da brennt sie schon wieder. Jetzt sollte sie eigentlich sterben. Stand da, wenn sie zweimal brennt, stirbt sie. Eigentlich. Wenn sie zweimal brennt, stirbt sie, eigentlich. Jetzt sterb... Wie lange man in der Schildkröte sitzen muss und warten muss, bis sie stirbt, ne, das ist... Es tut mir leid für die Schildkröte, aber ich brauch dich! Na also. Okay, dann knuspern wir uns jetzt noch einen Energy Regal rein. Muss leider sein. Und dann begeben wir uns mal nach Hause. Noch eine Schildkröte. Und ich sehe da leider die Barbarengruppe. Deswegen muss ich außen rum gehen. Super, noch ein paar Blumen. Nehme ich gerne mit. Auch die da noch.
Und auch die da noch. Und dann gehen wir mal nach Hause. Ich höre doch gerade schon wieder was. Ich drehe mich nicht um. Nein. Ich drehe mich jetzt nicht. Ich habe hundertprozentig hinter mir gerade so ein Vieh wieder gehört. So ein starke. Alter, wie viele davon gibt es bitte? Man kann damit übrigens blocken und zuschlagen. Also ganz unfähig ist man damit nicht. Das habe ich auch gelesen und habe es gerade auch probiert, falls ihr das gerade gesehen habt. Hier ist wieder so ein Superbaum. Alter, ich will hier nicht mehr sein. Schon wieder. Da ist schon wieder einer. Ich habe schon wieder eins gehört. Da war gerade schon wieder eins. Okay. Aber hier ist wieder... Hier ist wieder nicht so ein Ding. Wo sind denn die? Trinken. Okay, das war anscheinend vergiftet. Oh, das ist das Haus von uns. Ach so. Na gut, jetzt sind wir einmal hier. Komm, egal. Jetzt sind wir einmal hier und wir haben da oben sowieso dasselbe, dieselben Erfolgschancen wie hier. Also rein mit uns. Und das Ding bauen. Na komm! Oh. Wir haben hier bessere Erfolgschancen als da oben, habe ich mitbekommen. Jetzt sind wir einmal hier wieder. Egal, komm. Egal, egal, egal. Alter. Okay. C. 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 I. C. C. I. C. C. Ist das was wie WC? WC ist was anderes. Okay, wir haben Skulls. Wir haben Molotovs. Wir haben... Pedometer, das irgendwie komisch leuchtet. Wir haben Seeds, das ist gut. Wir haben Seeds. E. 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 Okay. Wir haben also jetzt eine Menge Zeug. Super. Moment. Nix drin. Nix drin. Und hier... Boah, das ist... Nichts drin. Wir müssen uns jetzt craften. Was brauchen wir jetzt noch? Wir haben das. Wir haben das. Wir haben das. 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 Wooden Path. Wir brauchen auf jeden Fall das Ding da, weil das Ding regeneriert Ausdauer, habe ich mitbekommen. Das habe ich auch in Kommentaren gelesen. Dieses Ding regeneriert Ausdauer, also unbedingt bauen. Müssen wir beim nächsten Mal machen. Stopp. Dann müssen wir unbedingt bauen. Explosive Wire Trap braucht gar nicht so viel, gell? Ich könnte mal eventuell von der Seite mal bauen. E. Und dann braucht es nicht das, sondern es braucht eine voll... Wir haben keine Uhren mehr. Shit. Wir haben keine Uhren mehr. Und... 5 Lurchfälle, sehr geil. Ich gehe erstmal nach oben wieder. Denn es wird gerade wieder Nacht und wir wollen ja nicht auf die Fresse kriegen.
Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt... Jetzt möchte ich aber auch wirklich gerne hier oben ein Feuer bauen. Das müsste jetzt hier oben gehen, oder? Komm schon, lass es hier oben gehen. Komm schon. Da drüben geht's doch auf der Plattform. Warum geht's hier nicht? Das verstehe ich nicht. Warum geht das hier nicht? Der will das so da unten bauen. Oh! Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Ich probiere mal zu speichern. Und schlafen wird wahrscheinlich nicht gehen. Ja. Es sind schon wieder zwei. Und da kommen die anderen alle. Und wir sind entdeckt worden. Wie das hier ausgeht, meine lieben Freunde, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich mach erstmal adios, bis zum nächsten Mal. Ciao. Die sind hier drin. Na super.